durch Switowski. Er ist an der 35, der 40. Oh, er wird heftig zu Boden gerissen durch einen Griff in die Gewichtsmaske. Was ist? Komm schon, Mann! Der hat mir ins Gitter gegriffen. Willst du nicht pfeifen? Das war ein sauberes Tackling, Sir. Hast du was an den Augen? Ist das dein Ernst? Wende dich an den Bewährungsausschuss, Knacki. Also wirklich, das ist doch absurd. Wir können nicht gewinnen, wenn ich hier nicht gekauft bin. Schon gut, hört mal her. Ich habe eine Idee, wie wir diesen Spuk beenden können. Downset! Red 58! Deck deinen Mann! Red 58! Das hat ja sogar meinem Murmelsack wehgetan. Okay. Alles in Ordnung? Ja. Wie viel der Versuch? Fünfter. Nein, nein, jetzt kommt der vierte Versuch. Okay. Er hatte oben Eier. Wie sieht's aus? Soll ich jetzt mal sein linkes Ei aufs Korn nehmen? Auf die kurzen Pässe achten, vorwärts! Schiri, Sie müssen sich aufs Spiel konzentrieren. Also, diese Taktik erschließt sich mir nicht ganz, aber offenbar wollen die Knackis den vierten Versuch ausspielen. Down, set! Red 58! Red 58! Hot! Oh. Immer schön die kostbaren McNuggets schützen. Wie wär's, wenn Sie von jetzt an fair pfeifen? Wie hört sich das an? Klingt gut. Hey, okay. Möhrchen fürs Öhrchen. Ja, das hilft immer. Damit kommen die Wärter wieder in Ballbesitz. Nach einer der verrücktesten Angriffsserien, die ich je gesehen habe. Okay, Jungs, wir wissen jetzt, wer da draußen keine Eier mehr hat. Haben wir welche? Na da! Haben wir Eier? Ja! Ja! Alles klar, dann lass uns ein paar Eier schicken! Komm schon, Sweet, haben Sie in den Boden, Baby. White 50! White 50! Halt an! Genauer mit einem angetäuschten Lauf. Da kommt der Blitz. Autsch! Zwitowski ist so ein Riese, das ist, als ob er von einem Cola-Automaten auf zwei Beinen getackelt wird. Spaß! Schön, dass Sie auch mal lächeln, Bob. Danke, Chris. 390 hart! Mit der Versuch und 5. Und Maggot schnappt sich das ein. Er ist an der 40. Das wird nicht reichen. Aber unglaublich, wie Turley den Pull von sich her schiebt. Und jetzt Groove! Das reicht zu einem ersten Versuch. Da unten herrscht das Chaos. Oh Mann, jemand sollte diese Partie möglichst bald in den Griff bekommen. Sonst brauchen die noch Leichensäcke an der Seitenlinie. Ich locker das, Leute! Zu Beginn des zweiten Viertels liegen die Knackis immer noch mit 2 Touchdown im Rückstand. Aber sie wird dann endlich Morgenluft. Groove mit einem Unterhandpass zu Maggot. Maggot erzielt nach ein paar schnellen Körpertäuschungen einen neuen ersten Versuch. Hoho, du hast mich ausgetrickst. Ja, sauber gelaufen, nicht wahr? Tatsache. Wissen Sie was, Engelhardt? Sie sind der bestaussehende Typ in diesem Haufen. Weißt du was, Paul? Dass du mitten in diesem Kuddelmuddel sowas zu mir sagst? Nicht locker lassen, Defense. Erster und 10, in der 35-Yard-Linie der Wärter. Groove wirft einen kurzen Pass mit der Mitte zu Deacon Moss. Der wird hart zu Fall gebracht an der 17-Yard-Linie. Das war ein 13-Yard-Raumgewinn und ein neuer erster Versuch. Groove versucht, Punkte für sein Team einzufahren. Er wird werfen. Und da schnappt sich Deacon Moss das Ei und holt einen Touchdown. Das wird heute kein zu Null-Spiel, denn die Knackis haben die ersten Punkte erzielt. Hört auf zu buhen, Leute! Beide Mannschaften geben sich alle Mühe! Was ist los mit dir? Hör dich nicht auf wie ein pubertierender Cheerleader! Von Sportsgeist verstehst du nicht! Halt die Klappe! Verdammt. Noch 2 Minuten und 11 Sekunden in der ersten Halbzeit. Dunham ist wieder als Fullback mit von der Partie. 3,88 Meter bringt er satte 120 Kilogramm auf die Waage. Dunham bricht alle Tackles. Er weigert sich, zu Boden zu gehen. Aber endlich wird er gestoppt nach einem Raumgewinn von 15 Yards. Komm schon, Defense! So läuft ein weißer Mann mit einem Football. Wäre ich in der Defense, würde ich Ihnen Ihren Eierkopf Quadrate schauen. Ja, aber du bist nicht in der Defense, oder, Penner? Zwitowski, komm mal her. Weißt du, was der in der Bücherei zu mir gesagt hat? Ja, der Typ. Raus. Die Knackis haben anscheinend kein Zaubermittel gegen Dunham, der im Schnitt 12 Yards pro Laufversuch erzielt.
Green 67! Green 67 hat... was für ein Hit gegen Dunham durch Switowski! Ich glaube, er hat sich in die Hosen gekackt. Der hat sich in die Hosen gekackt. Der hat sich in die Hosen gekackt. Oh Mann, der Kerl ist ja bis im Stehkragen vollgeschissen. Seht ihr, hab ich nicht gesagt. Er hat sich die Hosen vollgekackt. Jo, ich schick Ihnen die Bücher ins Krankenhaus, Bruder. Und auch ein paar Windeln. Noch 19 Sekunden und wir brauchen jetzt einen kräftigen Raumgewinn. Erinnert ihr Penner euch noch an den Spielzug, den wir im Schlamm trainiert haben? Wovon redest du, Mann? Das waren noch verdammte Sandkastenspiele. Ja, probieren wir mal so ein Sandkastenspiel aus. Kommt schon, Defense, es geht los! Downset! Green 88! Green 88! Hut! Und die Uhr läuft wieder. Crew gibt den Ball ab an Maggot. Und jetzt ein Reverse. Cheeseburger Eddie hat ihn. Lauf, Baby, lauf! Er wirft einen Querpass zu Deacon. Hangt ihn ab! Wupp, weiter zu Turley. Die Uhr läuft. Wupp, zu Brucey. Das ist ja wie beim Basketball. Zurück zu Crew. Wupp, wieder zurück zu Maggot. Hangt ihn ab! Wupp, unglaublich! Sehen Sie nur, wie der Kleine rennt. Noch 3 Sekunden auf der Uhr. Los, los! Er könnte es bis in die Endzone schaffen. Und Touchdown! Machen Sie das nochmal. Wupp! Gar nicht so schlecht. Thank you.